Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris und willkommen heute zu einem Call of Duty Black Ops Gameplay. Ja, Capture the Flag und das Gameplay ist schon etwas älter, ich kann mich da nicht mehr großartig dran erinnern. Auf die guten alten Zeiten laden wir doch mal ein Black Ops Video hoch. Ja, worauf ich heute ein bisschen ansprechen möchte, und mein Rechner, der ist eben voll abgekackt, weil ich habe eben schon mal fast 20 Minuten kommentiert und jetzt habe ich mir gedacht, ey komm Alter, nochmal 20 Minuten das Zeug labern, habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Also machen wir die Zusammenfassung. Ja, Call of Duty Elite mag für die meisten von euch ein Begriff sein. Das ist ein Statistikprogramm von Activision Infinity Ward Sledgehammer Games. Ja, und was macht man da? Kann man Statistiken zu seinem Call of Duty Spielverhalten anschauen? So Karriereübersicht, Multiplayer-Übersicht, wie ihr spielt, mit was für Waffen. Ihr könnt eure Waffenklassen ändern, ihr könnt viele Infos einfach abrufen. Würde ich jedem raten, sich da anzumelden. Es kostet nichts, es ist kostenlos. Ja, und warum spreche ich das ganze Thema an? Ich möchte euch mal die Vorgeschichte ein bisschen schildern. Ja, ich gestern so, komm heim, schaue irgendwie Fernsehen und so, ne? Und dann bist es halt mitten in der Nacht und dann will ich ins Bett gehen. Ja, und klingelt mein Handy und da ruft mich einer an und sagt, hey Chris, ich brauche deine Hilfe. Ich sag, oh Mann, ja komm, warte, in 5 Minuten bin ich in Skype online. Ja, gehe ich in Skype online, da ruft mich mein Kollege an und er sagt, hey, hast du dir schon was mit Clans durchgeguckt? Das ist ja sowas von fett. Ich so, Alter, was willst du für mich? Ich will jetzt pennen gehen und du nervst mich jetzt hier. Sagt er, nee, schau das mal an hier mit den Clan-Sachen. Gründe doch da mal ein. Du könntest da, glaube ich, eine große Mitgliederanzahl hinbekommen. Ich so, ja, und was bringt mir das wirklich? Ey, hast du mal geguckt? Und ich habe mir die ganze Sache dann mal angeguckt. Ich habe vorhin auch in meinem ersten Video, habe ich alle Levels aufgezählt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Also, es geht ungefähr so, ich mach's jetzt Schnelldurchlauf. Es ist ungefähr, bei Call of Duty Elite gibt's, kann man Clans gründen und da gibt's so bestimmte Clan-Level, die richten sich von Level 1 bis Level 50. Man kriegt immer nach ein paar Levels, man kriegt nicht jedes Level immer irgendwas, aber man kriegt nach ein paar Levels, kriegt man immer so verschiedene Boni, indem man irgendwelche Herausforderungen, besteht, indem neue Clan-Member reinkommen in diese Gruppe. Und was bekommt man da und warum ist das für euch vielleicht interessant? Also, ihr bekommt, indem ihr in diesem Clan reinjoint, bekommt ihr zusätzlich, also kriegen wir Clan-EP und dann steigt unser Clan auf. Klingt logisch, ist es auch. Ja, so weit, so gut. Und wenn ihr in diesen Clan reinjoint, können wir nach gewisser Zeit Doppel-EP gewinnen. Und ich rede jetzt hier nicht von, das kleinste, glaube ich, waren 2 Stunden. Bis wir Level 24, Level 50 erreichen, gibt es auch, bei Level 50 kriegen wir 24 Stunden Double-EP. Ihr kriegt die auch so, egal, nach ein paar Levels gibt es immer Double-EP und das ist halt fett. Ihr kriegt exklusiv MW3-Titel, die ihr so nie bekommen würdet. Also wenn ihr 100% durchzocken wollt, müsst ihr einfach in diesen Clan reinjoinen. Ich nenne euch jetzt auch mal den Namen, das ist German Gaming, auseinandergeschrieben. Und ich werde auch den Namen nochmal unten in den Videokommentar posten. Was gibt's denn noch? Also, MW3-Titel, Double-EP. Wir können Skins für unsere Clan-Seite bekommen. Es gibt Emblem-Generator. Ihr bekommt das goldene Clan-Tag, falls der ein oder andere das vielleicht interessant findet. Ich finde das natürlich nicht so schlecht. Dann bekommen wir bei unserem Clan irgendwie auch noch so ein Vor-Ding, also dass wir, wenn man auf unser Spielerprofil geht, bei MW3 oder Black Ops, sieht man halt, wo wir drin sind. Also ich weiß nicht, ob man das kann man, glaube ich, ausschalten oder einschalten. Ich weiß es nicht so genau. Wir sind leider noch nicht in dem Level. Es ist bis jetzt nur 2 User online und das bin ich und mein Kollege. Ja, also ihr habt da wirklich sehr viele Futures und auch sehr viele coole Sachen. Also mein Appell an euch, wenn ihr cool drauf seid, wenn ihr solche die Sachen haben wollt, es kostet nichts, wir können davon nur profitieren. Double EP, neue Embleme, neue Titel, goldene Clan-Tags. Und das ist, denke ich mal, schon eine interessante Sache für den einen oder anderen. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt oder wenn ihr das haben wollt und euer Clan, der braucht ein bisschen, klar, weil euch vielleicht nicht so viele kennen, dann joint doch einfach German Gaming und ja, freut euch bald auf richtig fett Double-EP, goldene Clan-Tags, MW3-Titel und dann wird alles zerstört.
Ich weiß nicht, wie es genau abläuft, wenn ich, ob es auch sowas wie Clan Wars und so ein Zeug gibt. Natürlich, wenn wir da sehr viele User sind, kann ich dem Ganzen nicht hinterhergehen. Ich weiß gar nicht, wie sich das insgesamt verläuft. Wir werden es ja bald sehen. Also einfach, wenn ihr Bock habt, reinjoinen und Spaß haben. Ja, das Ganze war wieder kurz und knapp erzählt, aber ich hoffe, es konnte vielleicht den einen oder anderen von euch einen Anreiz geben, in diese Gruppe zu joinen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Capture the Flag, schöne Stats und ja, wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Und ich bin raus und bedanke mich für eure Zeit, für das Zuschauen. Das finde ich echt sau cool und wünsche euch noch was. Servus, Leute!